So. Jetzt habe ich alles fertig. Rapi, 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 rapi. Ich habe hier was Feines. Fressi, fressi für dich. Wieso das denn? Hä, was? Hat irgendwer was gesagt? Ja, du. Ich hab nichts gesagt. Ich wüsste dich. Alter. Was? Ist das Vorbereitung für eine Rothaarige? Achso, ich sehe das Feuer bei dir mal oben, ja. Hier kommt gleich eine Rothaarige. Ich würde sagen, ist gleich fertig. Sattel sagt ähnliches. Nein, Sattel ist schon fertig. Mal den Scheiterhaufen hier ausmachen. Alter, jede Menge Fleisch. Die zum Nachhinein überlege ich. Zum Glück habe ich mir nur gedacht, so springst jetzt ins Wasser, holst dir die Ölquelle. Zum Glück habe ich es gelassen. Du meinst gerade in der Nähe von dem, Von dem Spino, ja. Mhm, weil der war ja noch weit weg. Und der war schön. Hast gesehen, das war so ein brauner. Der war schön. Den hab ich gar nicht richtig im Schirm gehabt. Der war richtig, richtig nice. So, jetzt brennen nur noch zwei Feuer. Ein Feuer, kein Feuer. So, Rothaarige ist tot, alles gut. Kein... Verbrennt die Seelenlose, verbrennt sie! Ist das halt bei Rothaarigen? Ja, da hat South Park richtig was angerichtet. Nein, da hat die Kirche was angerichtet. Irgendwo hat das angefangen. Ist halt garantiert nicht bei South Park angefangen. Also müsste ganz Irland brennen? Ja. Alter Falter. Jetzt bin ich gleich fertig. Ach, jetzt renne ich nach... Warum renne ich denn jetzt nach drin? Hast du schon einen Namen? Nö. Sagt Dammit, ne? Dammit. Darüber hast du jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Oh, ich glaube, ich habe viel zu viel gegrilltes Fleisch. Ich habe viel zu viel gegrilltes Fleisch. Für die eine Kiste. Wir haben ja jetzt mittlerweile zum Glück zwei. Und die eine Kiste ist ja arbeitslos. Schäm dich, melde dich bei der Arge. Nein, da melden sie sich ja dann nicht, oder? Nein. Wofür war die Arge nochmal da? Ich habe keine Ahnung. 12.000 Ämter. Das eigene Volk blickt nicht mehr durch. Willkommen in Deutschland. Aber hey, wenigstens haben wir die Ämter. Ja, aber was bringt dir ein Amt, wenn ich nicht weiß, wofür es da ist? Du hast gezähmt. Raptor. Hallo, Raptor. Ja, wie nennen wir den Kleinen? Hellraiser. Nein, Spaß. Keine Ahnung. Nicht Hellraiser, bitte. Ich hätte schon was eingetippt. Jetzt echt? Nein. Er ist schön rot. Er ist richtig hübsch. In Bluthochzeit. A bloody wedding. Wir gucken zu viel Game of Thrones. Was ist jetzt davon? Come on. Oh. Irgendwie hat Ark oder ab und zu mal richtig böse Ruckler bei mir. Kann sein, dass er nicht so viel tragen kann. Wirklich, ja. Ah, okay, ich habe ja auch noch den anderen Sattel dabei. Und ich habe noch Holz und so dabei. Ich habe zu viel dabei. Oh, guck mal, das kleine Küttelchen zwischen seinen Beinen. Voll niedlich. Wenn man bedenkt, was so ein Titanoboa raushaut. Ja, das Ding ist breiter als ich selber. Willst du ihn reinbringen? Ich bin noch schwerer als du. Ja, ich bin noch schwerer als du. Dann nimm ihn einfach mit, dann kann er ein bisschen mit dir mitlaufen. Er folgt dir auf dem Fuße. Und denk dran, im Stall dann einfach in eine Box stellen und Sattel in sein Inventar und der Kortex hat da... Nun das Zauberwort. Sesam, öffne dich. Der Kortex hat da auch schon... Sesam, öffne dich. So, wir waren immer noch bei der besagten Bola. Bola, Bola, Bola. 3 Steine und 15 Fasern fehlen uns. Also fehlen mir. Ihr seid ja mit Amit hier unterwegs. Alter Walder, Riesentor. Alter, mit der Sichel in der Hand fühle ich mich ein bisschen so nach dem ganzen Game of Thrones gucken wie ein Dothraki. Ja, hast du die Sichel mal angeguckt? Ja, ich weiß. Schon ein bisschen Feeling auf. Hi, Marco.
Ich habe nur keine Khaleesi. Jetzt haben wir gleich Schluss hier. So viele schlechte Sprüche. So, unser Stall und... So, dann haben wir auch die Steine. Jetzt haben wir, müsste ich genug haben für eine Bola. Bola, ja. Ja, jetzt stell die doch her, Mädel. Manchmal ist mein Charakter auch ein bisschen schwer vom, Begriff. Ah, mir fehlen 15 Mint. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich mit einer Bola treffe? Unwahrscheinlich. Mehr Steine. Ach, Mann, Raptor kommt noch mit rein. So. Ich denke, du musst gleich Follow ausmachen, ne? Ja. Oh, was fehlt mir jetzt? Stroh. Irgendwas fehlt doch immer. Okay, das ist in der falschen Box, aber ist okay. In welcher Box ist er denn? Zwischen ist einfach mal eine frei. Aber er ist im Stall. Er ist in einer von. Du sollst den Sattel in sein Inventar packen. Den habe ich doch nicht, den Sattel. Ja, den ach so, Entschuldigung. Genau, weil die müssen ja nicht gesattelt im Stall stehen. Das macht ja keinen Sinn. Das ist ja nur unbequem. Man stellt ja auch kein gesatteltes Pferd in den Stall. Ist ja auch nur unbequem. Ja, außer Dienstpferde. Besser gesagt Bereitschaftspferde. Ja, aber ich glaube, die tragen dann ganz, ganz anderes Sattelgier. Als jetzt zum Beispiel, als jetzt eine ganz normale Reitpferde. Weil sonst, wenn die, ich glaube, das scheuert irgendwann ganz übel. Ja, die tragen die nicht den ganzen Tag, die werden da durchgewechselt wahrscheinlich. Ja, eben. Da wird einfach nur geachtet, dass immer ein Pferd, irgendwo ein Pferd... Weil irgendwann hilft auch keine Satteldecke mehr, das scheuert dann trotzdem. Nö, das ist einfach nur wichtig, dass er deshalb, wenn bei solchen... Das sind keine Taure. Ach nee. Männchen? Weiß noch nicht. Ich denke gerade immer nur an Eierproduktion. Er rennt sofort weg nach dem Betäuben. Ist er noch jung? Weiß ich nicht. Ich hab ihn einmal getroffen gerade, aber... Alter, Spiel. Ach ja, der sieht mich ja gar nicht. Ich dachte noch meine Gilly-Klamotten. Jetzt hat er mich gesehen. Noch ein Weibchen. Ja, gut. Also, Pike und... Aber sie ist schön. Sehr, sehr schön sogar. Ja, aber Pike und Ende, ne? Schon irgendwie traurig. Ja, sie war echt schön. Kann man nicht anders sagen. Sie war wirklich hübsch. Warum bin ich so beladen? Achso, weil ich immer noch zu viel Holz dabei habe. Und 48 Steine. Ist klar, dass man dann leicht überfüllt ist. So, besser. Hatten unsere beiden Raptor-Weibchen eigentlich einen Mate-Boost? Ja. Ja, dann ist er nah genug an ihnen dran. Dann legen die nämlich normale Eier. Das funktioniert wie bei Hühnern im Stall. Okay. Ziel ist es jetzt für dich, einen Flieger zu finden, ne? Ja, ich sitze gerade dran, mir Trank Bowlers zu machen. Dann können wir das gerne in Angriff nehmen. Was brauche ich davon mehr im Inventar? Also, wenn wir Hühner wollen, hier haben wir Dodos en masse. Nee, es ging ums Prinzip. So, ne, du hast die Hennen und wenn dann der Hahn dabei ist, das reicht dann zum Eierlegen. Ich weiß, ich weiß.
Ah, hier ist ein Affe drin. Bah. Ratte. Der Schrei war schön. Genug tun. Ich habe doch eben irgendwas mit Zement gemacht, wo habe ich den. Oh, jetzt sag nicht, ich hatte den Zement im Inventar. Wann? Als ich gestorben bin. Es dürfte immer noch Zement im, in der mittleren Werkbank sein. Ah, da. 75 Zement. Alles klar. Alles gut. Hatte ich von vorhin im CZTF noch was hergestellt gehabt für die Lampenständer. Er hat Ständer gesagt. Ha. Trinke nichts. Nein. Aber auch keinen angeklebten Bart. Ist der vom Weibsvolk anwesend? Nein. So, ich bin wieder auch wieder zu Hause. Alles klar. Ja, die machen wir auch noch. Die ändern wir auch noch in Pike um. Ach, in Tranquilizer um und dann ist gut. Dann habe ich alles mit Trank-Funktion. Die Pike ist dann mit Trank-Funktion und eigentlich ist dann alles mit Trank-Funktion. Wo die Pike mit Trank-Funktion lasse ich, glaube ich, erstmal im Inventar. Ja, ich verdrück mich hier noch auf der anderen Tastatur so oft. Alles noch so ungewohnt. Okay, hier sind ein paar Flieger. Was heißt hier? Ja, da wo der Bronto auch in der Nähe ist. Rechts oder links von? Ah, da wo der Stall ist. Ah, da wo der Stall ist. Okay. Weil Bronto sagt mir wenig. Ich wollte gerade sagen, ich fliege eben hin, aber... Hat sie verabschiedet. Warum farmst du Bären? Um ein bisschen was anderes zu fräsen dabei zu haben. Ich glaube, achso doch, ich habe was zu essen dabei. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe gar nichts zu essen dabei. Ah, wollen wir mal gucken, was die Ark an hässlichen Fliegern zu bieten hat. Ah, oh, ein Babypara. Guck mal, hier laufen wieder Kinder rum. Wir töten zu selten auf dieser Seite der Karte, wa? Ich glaube auch. Sieht der Stego da hinten nur so klein aus oder ist er klein? Der war klein. Weg, du. Hack ich den Kopf ab. Macht man bei Hühnern ja auch nicht anders. Ich wollte gerade ins Wasser springen, was trinken gehen. Dann merke ich, oh, mein Wasser ist voll. Jetzt ganz ehrlich, haut mein Charakter über Durst, der einen Kopf in den Nacken und macht den hier? Ja. Face Melter. Mund jetzt möglichst weit öffne, um möglichst viel Wasser einzusammeln wie eine gute alte Regentonne. Ark, Tutorial Nummer 1. Atmen nicht vergessen. Ja, hier fliegen einige Flieger rum. Einer hässlicher als der nächste. Hey, Moppa, für das mich an, kann ich du nicht. Bist tot. Und nein, der Stego ist eindeutig nicht ausgewachsen, möchte ich anmerken. Der ist nicht groß, oder? Nö. Doch, der ist groß. Warum sieht er so klein aus?
Okay, jetzt poltert sie an mir vorbei. Jetzt wirkt sie gar nicht mehr so klein. Nett, jetzt steht sie direkt neben mir. Jetzt ist sie nicht mehr klein. Ich stand nur im Loch, ne? Ja, ich glaube auch. Hoffentlich wird das gleich wieder Tag, ey. Ja, sonst kann man gar nicht sehen, was man hier killt. Vorher muss man dann wieder aufpassen, dass man keinen Babyflieger anlacht. Der bringt dann wieder 12 Millionen Stunden nichts. Und ich wollte jetzt eigentlich nicht die Amme für den Flieger werden. Nee, nicht wirklich. Oh Gott, laufen hier viele Babys rum. Den gucke ich mir mal an. Okay, er geht doch nicht runter. Er fliegt sofort runter. Der da ist so klein, deswegen fliegt er nie. Irgendwas muss ich hier natzen. Da spielt noch nicht so doof geruckelt. Ach, der kommt. Na, der ist männlich. Und Level 5, was will ich denn damit? Muss ich leider sagen, habe ich auch den Anspruch, dass es wieder ein Weibchen ist. Ja, soll ja Eier legen, ne? Ja gut, hast du recht. Wenn wir irgendwann mal anfangen wollen mit Kibbles, dann brauche ich auch was Eier legt. Ich nehme den Bronto. Der legt aber leider auch keine Eier. Wenn ich ein Männchen dazu stelle, schon oder ein Weibchen? Na, Moppelchen. Alter. Der ist männlich ausgewachsen. Ja, siehst du? Männlich ausgewachsen. Was ist denn deiner? Ah, jetzt verstehe ich das Problem. Ich würde sagen, deiner ist auch männlich ausgewachsen, ne? Und der da? Weiblich. Ausgewachsen? Ausgewachsen. Noch erwischt. Sehr schön. Aber nicht zu fressen dabei. Nicht ein bisschen. Kümmern Baby, hier rennen genug rum. Ich hab schon auf dem Weg. Oh, dieser Bronz. Oh Gott, ich muss mal in die Spieloption gehen, das ausmachen. Bodendetails. Ach Gott, wo ging das denn nochmal? Boah, Erschütterung irgendwie was. Ja. Hoch-Runter-Empfindlichkeit? Nee, ne? Nee. Erschütterung. Ich hab hier nichts mit Erschütterung. Sicher? Was? Sag mal. Moment, ich hab's auch nicht ganz aus. Falsches. Werkzeug, ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Himmelsverhältnis ist es definitiv nicht. Auflösungsverhältnis auch nicht. Bundetats auch nicht. Ich guck gleich mal beim Visa verwenden. Ah, da! Kameraerschütterung gefunden. Anwenden. Speichern. Jetzt komme ich hier ja zu gar nichts, ey. Alles am Beben. So, ist ein bisschen was drin an Filet erstmal. Kein Ding, ich liefere im Markt genossen. Ich muss auch mal ganz kurz eben das ausschalten, das geht mir echt auf den Sack.
Ich hab's nicht komplett ausgeschaltet, aber. Oh, wo war das denn jetzt? Ich sehe es gerade auch nicht. In der Mitte Kameraschütterung. Ah, ja. Alter, du hast das auch voll aufgedreht. Ja, in etwa so habe ich es jetzt auch stehen. Ruckelt? Ja. Ruckelt ganz böse. Ah, ist wieder da. Sehr schön. Keine Ahnung, was heute mit der Ark los ist, ey. Ark will heute nicht. Ark ist heute ein Arschloch. Ark ist heute ein zorniger alter Mann. Geh von meinem Rasen runter, du Urlaub! Ja, sie Kinder! Wann will sie spielen und Spaß haben und lachen? So ist Ark heute. Genau so. Ist ein schönes Tier. Ich hoffe, es stirbt nicht. Müssen wir halt mal wieder ordentlich drauf aufpassen, ne? Ja, wirklich, dieses Mal. Huch, noch einer. Ich suche noch mehr Babys. Schade. Was? Ich dachte, ich würde ihn treffen, aber das Spiel ruckelt zu sehr. Kann ich nicht genau anlegen. Naja. Ich habe eben noch ein Baby getötet. Wie viel hat er denn jetzt? Also Primate erstmal genug, würde ich sagen. Ja gut, dann brauche ich mich nicht beeilen. Nein. Oh, da ist ein Baby-Truck. Oh, das kleine Gesichtchen. Lass dich nicht ablenken. Da ist ein Betäubungsfall drin. Ich sehe es nicht am Boden liegen. Ich auch nicht. Guck ihm noch mal ins Gesicht. Oh. Er hat mir Bächen fühlt sich gut, aber guck dir die kleinen Hörnchen an. Oh, da fand ihn das Kleine auf der Nase. Oh. Das war so ein schönes kleines Baby. Fühlst du dich gut bei dem, was du getan hast? Boah. Okay. Mich hat auch damals der Film ein Schweinchen namens Babe nicht schockiert. Ich wüsste auch nicht, was einen daran schockieren kann. Oder sag mal so, von wie so, oh, ich kann nie wieder ein Schnitzel essen. Pff, nö. Kollege, du könntest ruhig öfter was fressen. Ist dir das bewusst? Kollege Schnürschuh? So, kacken wir die mal mit Filet voll. Rennst du mal eben zurück und holst nochmal 100 eine Cortex? Sicher, mach ich sofort. Bring ich dann per Luftpost zurück, ne? Ja, kannst du machen. Und loppt ab dafür. Laufen, 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 laufen. Aha. So in etwa? So ungefähr, ja. War es nicht mit Rolling? I'm rolling, 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 ja. Yeah. I'm walking. Nein, lass ich mal. Wir sind ganz schön weit gereist, nur um einen Flieger zu fangen, ne? Er geht. Ich überlege, für Ares und Hera waren wir ja noch weiter, weil wir waren ja noch da drüben um die Ecke. Da waren wir ja noch ein Stück weiter, also. Wir haben jetzt echt schon einen guten Griff gemacht. Und wunderschön. Ja, die ist echt hübsch. Man kann sich sehen lassen. Und hat ein angenehmes Level mit 82. Und kriegt nochmal 40 dazu, wenn sie jetzt so bleibt. Was sie nicht tun wird, aber wäre schön. Boah, die brauchen so unglaublich viele Kotek, ne? Na, ich bin fast schon zu Hause. So, mal kurz verschnaufen. Irgendwo ist eine Tür, da ist sie ja.
Mal gucken, wie weit der Hunger fallen muss, damit es wieder frisst. Also damit sie wieder frisst. Nennst du sie genau wie die... Ja. Okay. Okay, ich habe jetzt... Bin zu Hause und... Habe 100 Narcotics im Inventar und renne zum Flugturm. Okay. Alter, wie viel Hunger muss das Vieh denn kriegen? Ah, ich glaube 60 ist so der Wert. Oh, die wird so schnell wieder wach. Ah, jetzt hat sie gerade gefressen. Push okay, gut. Also muss das bis 2710 fallen. 50 Punkte muss das fallen, damit die frisst. Okay. Luftpost ist unterwegs. Okay. Sturzflug. Sehr liebevoll, Ares. Die hatte ich bestimmt jetzt schon lieb. Und 100 Narcotics drin. Ja, wir sind drin. Gut, ich will mal ganz kurz was Spannenderes machen? Nee. Ich muss mal ganz kurz weg. Weg heißt aufs Klo? So ziemlich genau, ja. Okay. Schwimm nicht zu weit raus. Schon mühsam genug aufzustehen. Aber bei der Hitze. Ach Gott. Jetzt fängt auch noch das ganze Rohfleisch an zu spoilen, so ein Mist. Ah, perfekt. Bibi-Para. Ui, voll drüber geholstert. Es tut mir so leid. Aber die bangen wenigstens nicht so weg wie die, Ach. Die Lofos, genau. Die Lofos. So heißt dieses komische Tier, was kein Mensch braucht und einen nervt und immer einen anrotzen muss. Ähnlich wie Lamas. Wie weit fällst du denn jetzt, bis du hier was frisst? Ich habe da eben irgendwo was Gespoiltes gesehen. Ne, jetzt habe ich, glaube ich, Primate gedroppt. Ja, habe ich.
Achso, das ist die Tierhaut, okay. Nein. Gott. Huch. Was? Ich hab gepfiffen. Ja, und hat bei uns beiden bei mir gerade geruckelt danach. Entschuldigung. Ist ja okay. Hier ist er. Aber beim Flügel rutschen? Boah, ja. Oh, doch noch ganz schön lange. Ja. Dauert noch mega lange. Super, ich würde mal sagen, den Flieger tamen wir jetzt off zu Ende. Und beenden jetzt auch hiermit erstmal die Aufnahmesession. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Hoffentlich schaffen wir es mit dem neuen Hera mal Obsidian zu farmen. Und vielleicht schaffen wir es ja auch noch in den nächsten Folgen in Argentavis zu zähmen. Oh ja, das würde mich sehr freuen. Ja, und wenn ihr noch irgendwelche Anregungen oder Kommentare habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare mal rein und ja, wir freuen uns auf jeden Fall darüber und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!